Jetzt ist gerade für euch Werbung. Danke, Senka. So. Jetzt gehen wir hier runter, wie ist einer der lieb ist zu mir. War sie hier oder war sie da? Moment. Ja, ich glaube, hier runter musste man, ne? Irgendwie ich. In einen Krieg möchte ich aber nicht mit reingezogen. Da ist er. Glaubt ihr, das ist wirklich klar? Yuffie! Also sagt mal, was zieht ihr denn für Gesichter? Die Erwachsenen sagen, dass es bald Krieg gibt. Es sieht wohl ziemlich schlimm aus. Wir sind hier direkt unter Junon. Da kriegen wir doch im Ernstfall sofort was ab. Nein. Ich denke nicht, dass euer Dorf die Munition wert wäre. Aber vermutlich würdet ihr recht schnell besetzt werden. In dem Fall wäre es wohl besser, euch schnell zu ergeben, um potenzieller Gewalt zu entgehen. Ach, Cloud. Okay, das baut jetzt nicht sonderlich auf. Okay, hört mal. Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Hm? Wollen wir da nicht lieber was Schönes machen? Gute Idee. Woran hattest du denn gedacht? Oh nein, ich will nicht. Och, nicht schon wieder. Darf ich vorstellen? Der putzigste und vielleicht begabteste Delfin aller Zeiten. Das wird eine Wahnsinnsshow. Eine Runde Applaus, bitte. Toll! Yeah! Yeah! Oh, beim Sprinten mit Fini kommt es darauf an, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Weiche dazu den Hindernissen aus und stoße die Bälle weg, um Finis Laune und damit sein Tempo zu steigern. Bietet den Kindern am Strand eine Show, die sie so schnell nicht vergessen werden. Oh Gott. Also mit linkem Stick nach links und rechts bewegen, linker Stick und rechts in R2 ist driften. Oh Gott, das... Muss es ja nur. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier hin muss. Ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ganz ehrlich. Ich schwimme einfach. Oh Gott. Ich glaube 48, 1 Minute 48 für... Oh Mann, da konnte man ja nicht hinsehen. Aber witzig sah schon irgendwie aus. Ich kann's halt das nicht, war sorry. So schlecht, dass es schon wieder lustig war. Mit der
bisschen am Ja, ein bisschen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hab's bin. Nein. Klar. So. Hier ist noch eine Aufgabe unter Junon. Wo denn? Eine fehlt. Kommt die erst später. Wir gucken mal kurz, was auf dem Bett. Wie gesagt, kann sein, ich habe nicht drauf geachtet. Ich musste gerade erst mal gucken, wie das funktioniert. Ah, jetzt ist ein Auftrag verfügbar. Okay. Hi, Schatzi. Na? Ungetüm aus der Tiefe. Die Südküste in der Junon-Region am Kap der Krater wurde zum Sperrgebiet erklärt. Oh Gott. Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Shinra-Militäreinheiten werden dringend unterstützt. Nein, ich mache nicht bei der Delfin-Schaufel. Das ist Wucher. Das ist reine Knechenschaft hier. Ganz vergessen. Na, Schatzi, gut geschlafen. Moment. Okay. Wir mal gucken, wie ich hier wieder. Hoffe ich hier richtig? Ja. Gardisten der 7. Infanterie? Kommandant, sind Sie gekommen, um uns zu unterstützen? Könnte man sagen. Wie ist die Lage? Sir, es ist uns gelungen, das Ungetüm einzukesseln. Aber wir haben es mit einem unerwartet starken Gegner zu tun. Wir hatten zwar Unterstützung angefordert, aber dass Sie persönlich erscheinen würden... Im Moment verhält es sich ruhig. Aber wer weiß, wann dieses Wesen wieder zuschlägt. Wir müssen es so schnell wie möglich unschädlich machen. Meinst du, wir sollten ihnen helfen? Hier entlang, Kommandant. Bin ich gerade ein bisschen... Muss man Frauen verstehen, meine Freundin möchte Videoanruf machen, aber... Cam aus. Beschwert sich aber bei mir, dass ich die Cam mal ausmache. Oh nein, nicht die. Du bist doch. Wie, was bist du denn? Bleib zurück. Jawohl! Was hast du denn für ein hübsches Ding? Höllen, Alter. Was? Ja.
Gut, einmal Analyse. Kann ich schaden. Höllenreiter VR2, eine wahnsinnige Kreatur, die den Laboren von Shinras Forschungsabteilung entstammt. Dieses Wesen, halb Mensch, halb Bestie, fristete sein Dasein im unterseeischen Makoreaktor, bis ihm die Flucht gelang. Eis. Nicht übertreiben. Eis. Und Eis. Was wollen jetzt Gärten? Verzähl ihn! Na? So, einmal extra Magazin. Ist dir kalt? Nicht übel, was? Nicht anders! Ja, der gar nicht gut. Schnell! Wir müssen die Verfolgung aufnehmen, ehe es zivile Opfer gibt. Oh Mann. Ein Schokobo könnte seine Fährte sicher aufnehmen. I. Kann ich auf dich zählen? Ja. Dann los. Der Rest kommt mit zurück nach Junon. Wir müssen Bericht erstatten über die... Hi, Retro. Dieses Ungeheuer kämpft ohne Gnade. Es. Und deine Eingeweide sehen schneller Tageslicht, als dir lieb ist. Also nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Wir werden Bericht erstatten und danach kommen, so schnell es geht. Viel Glück bis dahin. Ihr seid doof, stimmt doch gar nicht. Was erzählt ihr? Nein, darfst du nicht. Und was heißt hier Weib? Das ist eine Frau, bitte. Was? Ist wieder was falsch? Gar nicht. Nein, der darfst du nicht zum Fraß vorwerfen. Petro, wie geht's dir? Ah, da ist er. Schade, hatte Hunger. Ja, freut mich, mir geht's soweit auch ganz gut. Ach nicht, nicht verwandeln. Übernimm du. Ich leg los. Ja.
geschafft jetzt. Flieg nicht davon. Ach stimmt, das Vieh konnte. Da war ja was. Wurde schon ungeduldig. Verzählen! Ich hab keine. Keine Magie mehr. Habe ich es aus den Augen verloren, dieses scheiß Licht hier. Peaches, geht's dir gut? Mal ganz kurz. Ah, okay, jetzt müsste es eigentlich. So, komm her, mein Freund, jetzt. Ach, ich hab's mal. Komm schon! Wow, was war das denn? Warte! Wechsel! Hier kommt Barret! Da, also! Ich hab keine. Keine. Jetzt hat er das gefressen. Keine
Also schmeckt dir das? Was? Das habe ich mir extra für dich vergessen. Alles klar, Retro. Vielen Dank für dein Lurk. Jetzt nicht schon wieder der Scheiß. Na, haben wir gleich das Limit voll. So. Als wärt ihr erfolgreich gewesen. So, Shadow, lass dir schmecken. Danke für eure Hilfe. Mem. Man sieht dir an, dass du eine Frage hast. Na schön, raus damit. Die Gardisten der 7. Infanterie müssten doch eigentlich in Midgar stationiert sein. Warum sind sie noch hier in Junon? Eigentlich sollte ich dir das nicht verraten. Aber als Dank für deine Hilfe, Befehl von oben. Nach der Parade wurden wir hier stationiert. Noch etwas? Diese Kreatur war ein gemeinsames Projekt der Forschungsabteilung und der Abteilung für Waffenentwicklung. Sie wurde in einer speziellen Unterwassereinrichtung gehalten, konnte aber nach einem Zwischenfall vorgestern flüchten. Mhm. Die genauen Zusammenhänge werden noch untersucht. Aber es heißt, die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hätte ihre Finger im Spiel. Die kennst du doch sicher, oder? Kein blassen Schimmer. Unser Auftrag war es, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Daher haben wir diese Kreatur verfolgt. Wir konnten sie erfolgreich zurückdrängen und somit von potenziell gefährdeten Zivilisten fernhalten. Doch leider war sie zu stark für uns. Nachdem wir uns von ihnen getrennt hatten, sind wir nach Junon zurückgeeilt, um weitere Verstärkung anzufordern. Aber es hieß, man könne uns nicht helfen. Es stünden nicht genug Gardisten zur Verfügung. Blödsinn! Gardisten gibt es genug! Die wollen nicht helfen! Es geht nämlich das Gerücht um, dass wir uns mit der Anti-Shinra-Bewegung verbündet hätten. Ein Zusammenschluss von Shinra-Gegnern, die über das Land zerstreut und dennoch eng vernetzt sind. Sie alle wollen Shinra stürzen, aber es herrscht keinerlei Einigkeit darüber, wie sie das anstellen wollen und was danach kommen soll. Unter ihnen sind nicht wenige, die ohne Zögern zivile Opfer in Kauf nehmen. Ein rücksichtsloses Pack. Der Ausbruch dieser Kreatur geht garantiert auch auf ihr Konto. Sollte das stimmen, machen wir Behemoth-Futter aus ihnen. Gut. Ich gebe zu, dass ich Sorge hatte, ob die Sache gut ausgeht. Aber ihr habt es geschafft, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ihr habt euch dort draußen gut geschlagen. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages mal einen Soldaten befehligen würde? Und dann auch noch einen mit so einer Truppe im Schlepptau. Ein paar Terroristen, eine Ninja aus Wutai, ein Versuchskaninchen und eine Nachfahrin vom alten Volk. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück.
In meinem Abschlussbericht wird stehen, dass dieser Sieg einzig und allein der 7. Infanterie Midgars zu verdanken ist. Das heißt, sie lassen uns laufen? Macht euch lieber aus dem Staub, bevor ich es mir anders überlege. Sonst spendiere ich euch eine Runde Rodeo auf einem Drachen. Wenn wir das alles hier überleben, werden wir uns sicher eines Tages wieder begegnen. Und dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ganze Kompanie, zollen wir unserem Kommandanten Respekt! Salutiert! Ich wusste, dass sie uns erkannt hat. Ich wusste das. Wir hätten sie nicht mit reinziehen dürfen. Zum Monsterleger, dann nicht zum Monster. So, dann hätten wir das auch fertig. Und wir können uns, glaube ich, jo, gegen zum Kochel haben wir jetzt auf den Schlüsselstein? Oh Gott, das stimmt, da war ja noch was. Aber da haben wir alle Türme. Zwei Subspezies fehlen uns noch, aber der Rest ist... Genau, der Schatz... Ach stimmt, siehst du, dann machen wir das ja auch noch. So. Komm nicht hier. Alles klar. Kann's losgehen? Verehrte Gäste, hier... Spricht Ihr Kapitän, wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! Ein Kleinflugzeug. Der hohen Wellengang müsste nicht gemacht. Also Augen zu und durch. Ja, Luffy. Irgendwie ist das voll geil. Das ist super. Hat da einfach Platz.